Vielen Dank für die Einleitung. Herzlich willkommen bei diesen kalten Temperaturen. Schön, dass ihr hier raufgefunden habt, wo es tatsächlich noch mal ein gutes Grad kälter ist als drunten im Kessel. Ich habe vorher im Auto auf den Thermometer geguckt. Es ist also wirklich arg kalt. Falls es euch während dem Gottesdienst kalt wird oder friert, hinten stehen noch Decken, die man sich holen kann und die man sich einkuscheln kann. Das hilft, weil ich habe mir hier auch eine hingelegt. An- und abzukündigen ist, wir haben einen Termin für eine Gemeindeversammlung. Wir werden uns, so Gott will, am Samstag, den 27. März, hier nach dem Gottesdienst treffen, um über Budget und Wahlen und alles Weitere nachzudenken, was halt so eine Gemeindeversammlung alles tun muss. Herzliche Einladung dazu. Da kommt in nächster Zeit noch mehr Info drüber, müssen wir jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich ganz im Detail drüber reden. Das andere ist, ihr habt vielleicht beim Reinkommen gesehen, hinten liegt ein kleines neues Büchlein, ist heute angekommen mit der Post. Ich habe, wie ihr euch erinnert, haben wir ja gemeinsam für den CSD 14 Tage, 14 Segen gesprochen, aufgenommen, auf YouTube in die Welt gesetzt. Jetzt ist natürlich nicht jeder von uns so ein YouTuber und guckt sich gern Filmler an. Manche sind wie ich, mir lesen gern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich druck diese Segenstexte zusammen mit drei Predigten zum Thema Vielfalt. Da ist auch diese Predigt von der Erschaffung der Vielfalt drin ab. Wer Lust hat, darf sich so ein Büchlein gegen eine kleine Spende für den Rosa Detlef für unsere Veranstaltung mitnehmen. Hinten liegen sie. Ja, das war jetzt so der Werbeblock. Lasse ich jetzt noch nicht liegen. Ja, ich gucke gerade in Richtung meines Gemeinderates. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, wunderbar. Dann herzlich willkommen. Kommt an, seid hier, hier bei euch selber, hier in der Gemeinschaft mit anderen und hier mit Gott. So begrüße ich euch im Namen Gottes schöpferische Kraft, im Namen Gottes Bruder mit uns auf dem Weg, im Namen Gottes Heiliger Geist, der immer bei uns ist. Amen. Lasst uns beten. Du schöpferische Gegenwart Gottes, Atemhauch der Schöpfung, unbegreifliche Liebe, Liebe ohne Unterlass, Schutz der Schwachen, Hoffnung der Armen, Freude der Trauernden, stärkende Hinwendung zu uns, Gott, den wir als Emmanuel, Gott mit uns kennen. Immer wieder suchen wir nach Worten, dich zu beschreiben. Du bist das Licht des Lebens, eine Leuchte auf unserem Weg. Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Manchmal ist es schwer, die rechten Worte zu finden. Aber deine Gegenwart ist für uns auch da, wenn wir keine Worte haben, wenn unser Denken, unser Reden und unsere Theologie an ein Ende kommen. Du bist einfach da, bei uns und für uns. Du gibst uns mit deinem Licht und mit deiner Liebe, ob wir nun Worte dafür haben oder nicht. Daher bitten wir dich, lass uns heute wieder dein Hiersein erfahren. Sei spürbar, berühre uns, Geist, Seele und Körper. Amen. So wollen wir diesen Gottesdienst beginnen mit einem Wort des Friedens füreinander, der immer wichtig ist. Manchmal erzählen wir kleine Geschichten, warum es gerade so wichtig ist, und manchmal, da reicht es einfach zu sagen, sagt einander Frieden zu, winkt einander zu, lächelt mit den Augen, strahlt dieses Friedenslicht gegenseitig aus. Der Friede Gottes, größer als alle menschliche Vernunft. Friede Gottes, Geschenk für uns. Dieser Friede sei mit euch allen.
Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen. Wir hören die Lesung aus Markus 9, Vers 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie, und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemanden mehr bei sich als Jesus allein. Aber als sie aber vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemanden sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Amen. Guter Gott, sei du jetzt hier. Sei du das Licht, in dessen Helligkeit wir das Licht sehen. Sei du Rufender und Willkommender gleichzeitig. Öffne du meine Lippen, gib mir Worte, aber gib uns allen Verstehen, gib uns allen Hören. Gib uns allen berührt sein. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe mir für heute einiges vorgenommen in dieser Predigt. Es ist ein ziemlich voller, ein ziemlich reicher Text, den wir da gerade gehört haben, dieser Text von der Verklärung Jesu. Und ich werde mir ein paar Dinge in diesem Text ansehen und dann werde ich versuchen, auf ein Detail einzugehen und ein Detail näher anzuschauen und mit diesem Detail durch eine alte spirituelle Tradition hindurchgehen. Was an sich schon spannend ist. Und jetzt bin ich natürlich schon angeflüstert worden, warum um alles in der Welt ich heute mit einem Rosenkranz hier durch den Gottesdienstraum durchlaufe. Es wird im Laufe dieser Predigt ganz kurz erklärt werden. Also ihr bräucht euch jetzt nicht wundern, weiter. Ich werde es nachher erklären. Ich will mir eine alte spirituelle Tradition anschauen und dann werde ich versuchen, von diesem Text her und aus dieser Tradition heraus einen eigenen Zugang zu diesem Text zu finden. Einen Text, einen Zugang, den ich für körperlicher halte, der körperlich sein wird, der queerer sein wird, der, weil ich es predige, ein schwuler Zugang sein wird. Aber ich hoffe, ihr könnt dann auch die heterosexuellen, lesbischen, trans, bisexuellen Teile in diesem Text hören. Ich will es einfach mal versuchen. Ich will damit anfangen, dass ich von den Farben anfange. Ihr seht, der Altar ist grün heute. Und in den protestantischen Kirchen ist es tatsächlich so, dass wir grün noch feiern, eine normale Zeit. Grün, bevor es dann ab Aschermittwoch dann mit Lila weitergeht. Lila, die Zeit des Fastens, des Vorbereitens, die Passionszeit und die Adventszeit, diese Vorbereitungszeiten auf die großen Feste hin, sind lila. In anderen Traditionen, die anglikanische und ich glaube auch die katholische Tradition, feiert heute
aber einen weißen Sonntag. Einen Sonntag, wo die Farbe weiß ist. Es ist dieser eine Sonntag dazwischen, was der Sonntag der Verklärung Christi ist. Und wir haben diesen Text gerade gehört und deswegen trage ich heute auch weiß, weil es um das gehen soll. Wir haben es gerade gehört in Markus 9, wie Jesus auf den Berg geht und dort verklärt wird. Altertümliches Wort, komisches Wort. Ich glaube nicht, dass man in irgendeinem anderen Zusammenhang jemals von Verklären redet, außer in diesem einen Zusammenhang. Vielleicht kann man auch Verklarheiten sagen, vielleicht auch kann man sagen, dass da ein Scheinen, ein Durchschimmern darin steckt, ein altertümliches Wort. Ich habe im Duden nachgeguckt und der Duden sagt zum Thema Verklärung, oh, jetzt klinge ich gerade wichtig, ja? Der Duden sagt zur Verklärung, jemand etwas ins Überirdische erhöhen und seiner Erscheinung ein inneres Leuchten, Strahlen verleihen. Das sagt der Duden zur Verklärung. Im Lateinischen oder auch im Englischen wird von Transfiguration gesprochen. Transfiguration Sunday ist heute. Transfiguration, die Figur verändern, anders werden lassen, das Aussehen verändern. Und das heißt auch in den Parallelen zu diesem Text, dass das Gesicht von Jesus sich verändert hätte. Also er sah anders aus. Griechisch heißt es Metamorphose. Ähnliches Wort. Metamorphose ist in der Zoologie die Umwandlung der Kinderform, der Larvenform zum Adultstadium, zur Erwachsenenform. Also dem Erwachsenwerden, dem Ausreifen, dem So-Sein, wie das erwachsene Tier dann sein soll, wird hauptsächlich jedenfalls bei uns angewandt auf Tiere, die sich verändern. Ihr merkt also, schon allein sich mit den Worten beschäftigen, ist nicht einfach. Gucken wir uns doch nochmal den Text an. Was war denn da eigentlich passiert? Das ist ja eigentlich ein seltsamer kleiner Text, der da geschieht. Erst einmal passiert nichts Ungewöhnliches. Jesus zieht sich in die Wildnis zurück. Jesus zieht sich zurück. Er nimmt ein paar von den Jüngern mit. Auch das ist nicht ganz unüblich. Jesus betet, die Jünger beten wahrscheinlich auch oder schlafen mal wieder ein. Auf jeden Fall, auf einmal ist da ein gleißendes Licht, ein strahlendes Weiß, das der Text sagt, weißer als es überhaupt möglich ist, als irgendein Bleicher, der Wolle bleicht und weiß macht, es je hinkriegen könnte. Und neben Jesus stehen zwei Figuren, stehen zwei Männer. Und die Jünger erkennen die beiden sofort. Sie erkennen sie als Mose und Elia. Und dann kommt eine Wolke, und das ist immer ein Zeichen der Gegenwart Gottes, der Shekinah, der Einwohnung, der Dasein, des Daseins Gottes. Shekinah, das ist das hebräische Wort für die Gegenwart Gottes, und eine Stimme erschallt aus dieser Gegenwart Gottes, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Allein darin steckt schon ganz viel Theologie, ganz viel Symbolik, ganz viele Zusammenhänge. Und ohne diese Zusammenhänge, die für die Hörer der damaligen Zeit ganz klar waren, kann man eigentlich die Bedeutung dieses Moments gar nicht verstehen. Und ich will mir ganz kurz anschauen, was da eigentlich alles drin ist. Aber wie schon gesagt, das ist eigentlich Text für mindestens drei weitere Predigten. Sie gehen auf einen Berg. Der Berg ist immer ein Ort der Begegnung, wo Himmel und Erde sich begegnen. Und der Legende nach passiert diese Verklärung auf dem Berg Tabor. Und ich habe mir Bilder vom Berg Tabor angeschaut. Ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich hier einen Beamer aufbauen soll, um euch das zu zeigen, weil das ist wirklich faszinierend. Die Bilder zeigen, das ist eine relativ flache Ebene und da guckt dieser Berg Tabor so auf einmal raus. Also wie ein kleines Kind den Berg malt. Flach und dann Berg. Also wenn man sich einen Ort vorstellt, wo Gott und Mensch, wo Himmel und Erde zusammenkommen, dann ist der Berg Tabor. Zack, auf einmal da ist diese Grenz,
Linie. Also da geschieht Begegnung von Himmel und Erde. Und neben Jesus stehen eben Elia und Mose. Also der Prophet Elia und Mose derjenige, der das Gesetz gebracht hat. Und da wird schon ganz klar in der Erzählung, Jesus ist mit dem, was er sagt, mit dem, was er tut, mit dem, wer er ist, auf gleicher Ebene wie Elia und Mose. Also eigentlich sogar noch ein bisschen höher, weil er statt in der Mitte, und wenn man sich alte Ikonen anschaut oder Darstellungen, dann steht Jesus auch so ein bisschen höher. Und Mose und Elia so ganz, ganz kleines bisschen drunter und ganz weit unter die Apostel. Es ist aber wichtig, dass da eben gerade die beiden da sind, nämlich das Gesetz und die Propheten. Also eigentlich das gesamte hebräische Schrifttum, die Bibel des Judentums ist da vereint, der Tanach, sagt man, die Tora, die Nevi'im und die Ketuvim. Der Tanach, das ist diese Zusammenfassung von Tora, Gesetz, Nevi'im, den Propheten und den Ketuvim, den Schriften. Da gehören zum Beispiel die Psalmen dazu. Das heißt, in diesen beiden Personen ist das gesamte Glaubenswerk da. Und dann passiert noch diese Wiederholung der Taufe Jesu. Also das, was bei der Taufe Jesu schon mal passiert ist, also eine Wolke erscheint und eine Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, das erklingt nochmal. Und es wird sogar nochmal eins draufgesetzt und das heißt, auf den sollt ihr hören. Ihr merkt, da ist ganz viel drin, genug Stoff für mindestens nochmal 5 Predigten. Und die Jünger, die verhalten sich auch dementsprechend. Sie fallen nieder, sie wollen da bleiben, in der Gegenwart Christi, in der Gegenwart Gottes und bei Elia und bei Mose. Und hey toll, also wir sind zwar nicht ganz auf der gleichen Ebene, aber beinahe mit dabei. Also lass uns hier nochmal Hütten bauen, sagt Petrus, wir bleiben hier. Und Jesus sagt ihnen dann auch noch, sie sollen ja nichts davon erzählen. Nochmal 3 Predigten. Ich will aber auf diesen einen Moment zurückkommen, auf diesen zentralen Moment dieser Geschichte. Die Jünger gucken hin und auf einmal verändert sich Jesus. Auf einmal passiert da etwas, was eigentlich jenseits von Worten ist. Und man merkt es im Text schon an, da passiert was, das ist weißer als weiß, das ist weißer als es jeder menschliche Bleicher hinkriegen könnte. Sie suchen nach Worten, da passiert eine Transfiguration, eine Metamorphose, eine Verklärung. Ich benutze diese 3 altertümlichen, seltsamen Worte gerade ganz besonders bewusst. Es sind Worte, die man eigentlich extra erklären müsste, denn es passiert da was, was jenseits ist von Worten und Erklärung. Selbst die Evangelien wissen nicht so ganz genau, wie sie es beschreiben sollen. Es ist da ein Licht, das von Jesus ausstrahlt. Und um dieses Licht geht es mir jetzt gerade. Denn spätere Traditionen haben sehr viel über dieses Licht nachgedacht. Deswegen sind die Gewänder, ist alles weiß heute. Es entstand eine ganze spirituelle Tradition um dieses Licht herum. Und darum, dass wir, die Menschen, dieses Licht brauchen. Und um die Frage, wie wir dieses Licht sehen können. Besonders nachgedacht hat über dieses Licht im 13. Jahrhundert ein griechischer Mönch, ein Heiliger, der heute noch in der Orthodoxie verehrt wird, der einer der Kirchenlehrer der Orthodoxie ist. Das ist Gregorios Palamas. Wenige von euch werden schon mal von Gregorios Palamas gehört haben. Ich habe, bevor mich mit der Verklärung beschäftigt habe, ehrlich gesagt auch noch nichts davon gewusst. Die orthodoxen Kirchenlehrer sind uns hier im Westen etwas unbekannter als die westlichen. Dieser Gregorius war Mönch und Erzbischof von Thessaloniki und dachte besonders über die Existenz Gottes nach. Über was ist Gott eigentlich? Dieses Unbegreifliche, dieses alles Erschaffende, selber nicht Geschaffene, diese Schöpfungskraft, darüber dachte er nach.
Gott, so sagte Gregor Palamas, Gott sei ungeschaffen, sei schon immer da gewesen. Und deswegen könnten wir, die geschaffenen Wesen, Gott auch nicht wirklich direkt sehen. Wir können Gott nicht einfach so verstehen, erkennen, wahrnehmen. Und selbst, sagt Gregor, wenn Gott sich den Menschen nun zuwendet, also wenn Gott gesehen werden will, wenn Gott gehört werden will, wenn Gott will, dass wir merken, dass Gott da ist, bleibt Gott selber unbegreiflich. Nur die Taten Gottes für die Menschen, die Energien, die von Gott ausgehen, die seien sichtbar. Die seien zwar auch ungeschaffen, aber sie seien für die Menschen zugänglich. Wir können die Bibel lesen, wir können einander erzählen, wir können spüren, dass Gott in unserem Leben wirkt. All das ist zugänglich. Gott kann also auf eine besondere Art von den Menschen wahrgenommen werden. Und jetzt kommt diese Geschichte der Verklärung ins Spiel. Und ihr merkt, das ist arg theologisch, ich weiß es, aber wir brauchen diesen theologischen Hintergrund, um zu verstehen, was da passiert. Jesus hat sich verändert. Jesus hat sich verändert dahin, was Jesus schon immer war, nämlich Gott mit uns. Und deswegen strahlt er dieses Licht aus, das die Tradition dann das Taborlicht genannt hat. Das Licht vom Berg Tabor. Dieses Licht sei auch ungeschaffen, also ein direkter Widerschein Gottes, aber die Jünger können es sehen und deswegen können auch andere Menschen es sehen. Und um dieses Gott sehen wollen, bildet sich eine ganze lange Tradition herum, eine spirituelle Tradition, zu der auch Gregorius Palamas gehörte, nämlich der Hysichasmus. Ich verspreche, das ist das letzte Fremdwort, das ich benutze in dieser Predigt. Das kommt vom griechischen Hysia und bedeutet Ruhe und Stille, innerer Frieden und Gelassenheit. Die Mönche, zu denen der Gregorius gehörte, die lebten vor allem auf dem heiligen Berg Athos, dieser Mönchsrepublik in Griechenland, wo ganz viele orthodoxe Klöster auf einer Halbinsel zusammengefasst sind. Und dort versuchten diese Mönche also diese innere Ruhe zu erreichen, um dann nach vielem spirituellen Üben eine Vision vom Licht Gottes zu haben, das Taborlicht zu sehen. Eine dieser Übungen hängt jetzt mit dem Rosenkranz zusammen. Denn es war etwas, wo die Mönche gesagt haben, wir müssen uns still machen, wir müssen ruhig werden und dafür brauchen wir innere Wiederholung, damit das, was außen an uns zerrt und uns schiebt und druckt, dass das stiller wird. Und sie haben deswegen, und sie tun das bis heute, einen kurzen Satz gebetet, das Jesusgebet, das sie immer wieder sprechen. Mit Hilfe einer Gebetskette, ähnlich dem Rosenkranz. Ich habe jetzt daheim bloß einen Rosenkranz-Kett. In Griechenland ist das eine Schnur mit Knoten darin, ein sogenannter Komboskini. Jetzt habe ich doch nochmal ein Fremdwort benutzt. Also auf jeden Fall heißt das Ding Komboskini. Ihr habt es vielleicht im griechischen Restaurant schon mal gesehen, dass es der Kellner am Armband trägt oder so, sind Knoten, weil die Mönche gesagt haben, dieses Klicken von diesen Perlen, das regt uns auf, das macht uns wahnsinnig. Also wenn man 3000 Mal am Tag den Namen Jesus sagt und es jedes Mal klickt, kann ich mir das vorstellen. Und wenn 60 Mönche zusammenhockert und es klickt die ganze Zeit, dann ist mit der inneren Ruhe weg. Also deswegen haben die orthodoxen Mönche, und dann lege ich den Rosenkranz für den Moment auch weg, das mit einer Schnur mit Knoten drin gemacht, um einfach in einen Rhythmus hineinzukommen. Dieses ständige Wiederholen von Christus Jesus oder Herr Jesus Christus, haben sie versucht, diese innere Ruhe zu erreichen. Heutzutage wird das Jesusgebet auch gerne gelehrt mit Sätzen wie Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und dieses Gebet soll dann rezitiert werden, innerlich geübt werden und schließlich soll es mit dem Atem selber oder dem Herzschlag verbunden werden, damit ein beständiges Gebet entsteht, dass jeder Atemzug ein Gebet ist. Dadurch soll die innere Ruhe entstehen, die es dann möglich macht, dieses Licht Gottes selber zu sehen.
Das ist eine der Art und Weisen, wie die Menschen versucht haben, mit dem umzugehen, was da geschehen ist auf dem Berg, als Jesus irgendwie geheimnisvoll und doch offensichtlich so wichtig sich verwandelt hat. Ich will diese Tradition, diese spirituelle Übung gar nicht näher erklären. Zum einen, weil ich es nicht kann. Ich bin Protestant, ich scheitere schon am Rosenkranz, was ja auch ein meditatives Gebet ist. Da bin ich zu hibbelig dafür. Ja. Andere würden jetzt sagen, üb's mehr, dann wirst du weniger hibbelig. Stimmt natürlich auch, aber ich bin kein orthodoxer Mönch. Ich kann euch also jetzt nicht wirklich viel über das Herz-Jesu-Gebet erzählen. Habe ich euch diese Theologie aber erzählt, weil darin ganz viel Wahrheit steckt. Und ich glaube, sie zeigt uns etwas Wichtiges. Etwas Wichtiges, nämlich zum einen, dass wir unseren Glauben immer wieder üben müssen, auch mit unserem Körper üben müssen, mit unserem Atmen, mit unserem Sein. Theologie ist nicht nur hier. Und an der gleichen Stelle merken wir, wie schnell aus Theologie etwas Geistiges, Elitäres, Kompliziertes, Vergeistigtes werden kann. Ja? Wie dieser schwere Text, dieses schwere Konzept dann auf einmal etwas ist, was eigentlich gar nicht mehr mit uns, für uns normale Menschen zu tun hat. Da redet der Pfarrer über Hysiasmus und über Komposkinis und über irgendwelche Kirchenväter, von denen er selber nichts gehört hat. Und das ist ziemlich elitär und das ist ziemlich weit weg. Und dann erzählt er uns auch noch, wir sollten mit einer Gebetsschnur 3000 Mal am Tag der Name Jesus sagen. Also das ist doch wirklich ziemlich weit weg. Am besten überlassen wir es den Glaubensprofis. Sollen doch irgendwelche Mönche auf dem Berg Athos ihre Gebete murmeln, um dann irgendwann eine Lichtvision zu haben, was Gott mich das auch. Ne? Also man könnte jetzt ziemlich bösartig sagen, könnte auch einen Sack Reis umfallen. Ne? Interessiert mich auch nicht, ob irgendein Mönch jetzt das Licht sieht. Ne? Jetzt kennt ihr mich ja gut genug, dass ihr wisst und vermutet, dass ich da mit irgendwo hin will. Ich habe mir nämlich überlegt, was wohl mit diesem Text passiert, wenn ich ihn nochmal von einem anderen Stichpunkt anschaue. Mir ist nämlich beim Lesen und beim Nachdenken darüber, und ich gestehe, ich habe viel Spaß gehabt, über all diese Sachen nachzulesen, mir ist aufgefallen, dass in dieser Metamorphose, in dieser Transfiguration, ja selbst in diesem Beten, etwas zutiefst Körperliches passiert. Es ist ja gar keine geistliche Geschichte, die irgendwo so geistlich, spirituell irgendwie, das ist eine körperliche Geschichte. Da passiert was Körperliches. Jesus sieht anders aus. Jesus verändert sich. Und zwar nicht einfach nur sein Geist. Es ist nicht eine Geschichte, dass Jesus eine Erleuchtung gehabt hätte und halt jetzt auf einmal erleuchtet gewesen ist. Nee. Da steht, es verändert sich was. Sein Kleider werden weiß, er leuchtet. In der Parallelstelle bei Lukas steht, dass sein Gesicht verändert worden ist. Dass da sich was passiert hat. Und von diesem veränderten Körper leuchtet dann dieses Licht. Und ich glaube absolut, dass das Licht Gottes ist. Und da habe ich mir überlegt, was passiert jetzt mit diesem Text, wenn ich ihn von einem queeren Standpunkt anschaue, wenn ich ihn mal von meinem eigenen Körperstandpunkt anschaue, von meinem Körper, ich, der ich in einem schwulen Körper lebe, ich, der ich ein schwuler Körper bin, wenn ich es mir anschaue von dem, was da ist, was ich bin. Und dann kommt da was ganz anderes raus. Da geschieht etwas mit Jesus, das sich schon die ganze Zeit angekündigt hat. Wir haben es von der Geburt und von der Taufe her schon angekündigt. Und das wird jetzt sichtbar. Jesus wird in diesem Moment derjenige, der er schon immer ist. Ich sage es nochmal. Jesus wird in diesem Moment derjenige, der er schon immer ist. Das, was Jesus schon immer ist,
was wir an Weihnachten gefeiert haben, wo wir gesagt haben, Immanuel, Gott mit uns, dieses kleine Kind ist Gott für uns, Gott bei uns, Gott mit uns. Das wird jetzt sichtbar. Was in der Taufe gesagt wird, in der Taufe Jesu, das ist mein geliebter Sohn, das nochmal gesagt wird in diesem Moment, das wird jetzt sichtbar, weil es auf einmal stimmig wird, stimmig ist. Und da steht dann dieser Jesus zwischen Mose, also dem Gesetz Gottes, und Elia, dem Propheten, also dem Wort Gottes für uns Menschen. Und auf einmal ruht Jesus ganz in sich, ist ganz Mensch und ganz Gottes Sohn, so wie es unser Glaube glaubt. Und da wird jetzt etwas weiteres wichtig. Warum stehen gerade die zwei da? So viele Gestalten können da Abraham dastehen. Oder Israel selber. Könnten viele dastehen. Nein, Mose und Elia stehen da. Mose. Diese Erzählung, die Mose zugeschrieben ist, das Gesetz des Moses, das ist ja nicht einfach nur Regeln und Regulierungen, sondern das ist ja eigentlich die Erzählung von Gottes Weg mit den Menschen. Mit den Menschen, die Gott zu sich ruft, die Gott sein Eigen nennt und die Gott begleitet. Das steht auf der einen Seite. Und diese Erzählung davon, dass Gott mit den Menschen unterwegs ist und ihnen und uns zeigt, wie wir leben können, das ist ja immer die Erzählung von Gottes Liebe zu den Menschen. Von Anfang an ist da Liebe. Aus Liebe heraus hat Gott die Menschen geschaffen. Aus Liebe heraus hat Gott Geduld mit den Menschen. Aus Liebe heraus hängt er seinen Regen, seinen Kampfbogen als Regenbogen in den Himmel. Es ist immer wieder die Liebe Gottes, die da erzählt wird. Auch wenn die Menschen diese Liebe manchmal nicht hören wollen. Aber es ist Liebe Gottes. Das erzählt Mose. Und die Propheten, auf der anderen Seite Elia, das sind ja keine Zukunftsweissager. Das ist ja jetzt nicht der Glückskeks beim Chineser oder das Horoskop in der Bunte. Ne? Sondern echte Propheten sagen den Menschen, wie ihre Gesellschaft wirklich ist. Sie legen den Finger in die Wunde, sie zeigen die Fehler auf und sie erzählen von der Liebe Gottes. Sie rufen zurück zu Gott. Sie erzählen von der Liebe Gottes und sie erzählen davon, wie die Welt besser werden könnte. Die Propheten sprechen immer in eine besondere soziale, politische Situation ein und erzählen von der Liebe Gottes. Und diese Erzählung von der Liebe Gottes, dieser Ruf in die Liebe Gottes hinein, der steht auf der anderen Seite von Jesus. Und Jesus, mit all dem, was er ist, leuchtet in diesem Moment, wo er ganz in der Liebe Gottes steht. Körper, Geist und Seele, sein ganzes Sein ist im Einklang. Weil er in der Liebe Gottes steht, kann er sich verwandeln, kann zu dem werden, der ist. Und er kann Licht sein für die Welt. Und da höre ich jetzt etwas zutiefst Schwules, Lesbisches, Queeres, etwas mit Trans-Erfahrung. Weil viele von uns haben diese Erfahrung gemacht, dass wir eben an einem Punkt in unserem Leben nicht im Einklang waren. Dass wir eben nicht zusammengepasst haben, dass eben Körper, Seele und Geist nicht im Einklang miteinander war. Und erst als wir begonnen haben, im Einklang zu leben, umgeben von Liebe für andere, von Liebe von anderen, von Liebe, und das ist das Wichtigste und das Schwerste von allem, von Liebe für uns selber, da konnten wir uns verändern. Und zwar nicht nur im Geist oder im Herz, sondern im Körper, im Sein. Aber das ist auch etwas, was sonst passiert für diejenigen unter euch, die nun sagen, mit der schwul-lesbischen Erfahrung kann ich wenig anfangen. Wie viele von uns kennen die Situationen, dass wir nicht in der Liebe gelebt haben, weil wir uns selber nicht geliebt haben, weil wir in Situationen, Familien, Beziehungen gelebt haben, gesteckt haben, wo keine Liebe war. Und erst als wir begonnen haben, im Einklang zu leben, umgeben von Liebe, von der Liebe für andere, von der Liebe von anderen, von Liebe, und das ist das Wichtigste und das Schwerste, von der Liebe für uns selber, da konnten wir uns verändern. Da konnten wir die sein, die wir sind.
Da konnten wir verändert sein, eben auch am Körper. Und das Gleiche, liebe Gemeinde, gilt auch für unsere ganze Welt. Wie oft leben wir in einer Welt, die eben nicht im Einklang ist, die eben nicht von der Liebe bestimmt ist, sondern von Neid und Gier und Missgunst und Ungerechtigkeit, wo eine Gesellschaft gegen die andere kämpft, wo ein Land dem anderen misstraut, wo ein Teil der Welt den anderen ausbeutet, wo eben keine Liebe ist. Und das ist jetzt, ich hoffe es, wenigstens prophetisches Wort, Gottes Wort für die Art und Weise, wie wir leben sollen. Erst wenn wir beginnen zu leben, umgeben von Liebe, umgeben von der Liebe für andere. Das heißt immer auch umgeben von der Liebe von anderen, von Liebe, und das ist das Wichtigste und das Schwerste, von Liebe für uns selber, und dann wird sich etwas verändern. Und zwar nicht nur in unserem Geist und in unserer Seele, sondern in unserem Körper und in der Welt. Und ich glaube, darum geht es, muss es gehen heute für die Welt, in dieser Welt, für uns. Dass wir uns eben nicht in der Geschichte wiederfinden bei den Jüngern, die es umhaut und die nicht verstehen, was da ist und die es einfach gern auf dem Berg da oben halten würden. Lasst uns ein paar Hütten bauen, wir bleiben hier oben, das ist toll. Sondern, dass wir eben heruntergehen sollen von diesem Berg zusammen mit Jesus. Wir sollen eben nicht einfach nur warten, bis wir irgendwann das Licht sehen, sondern wir sollen mit diesem Licht hinuntergehen, mit Jesus zusammen, der verändert worden ist durch die Liebe Gottes. Mit Jesus, der geworden ist, wer er ist. Und ich will sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, wir sollen uns wiederfinden in dem, was Jesus da tut. Nämlich Licht sein, hell sein. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass das ja noch viel, viel schwieriger ist, als mit den Mönchen auf dem Athos zu sitzen und versuchen, innere Ruhe zu kriegen, um Licht zu sehen, dann sage ich euch, nein, es ist viel einfacher. Weil ich habe dieses Licht schon gesehen. Ich habe dieses Leuchten der Verklärung schon gesehen. Ich habe es leuchten gesehen in euch. Und das meine ich jetzt ganz und gar ernst. Ich habe dieses Licht leuchten sehen, wenn Menschen ihr Coming Out hatten, wenn sie diejenigen wurden, die sie sind, schwule Männer, lesbische Frauen, bisexuelle Menschen, wenn ihr geleuchtet habt, weil ihr endlich die sein konntet, die ihr seid, weil Liebe rechts und links von euch steht und Gottes schöpferische Liebe durch euch hindurch leuchtet. Ihr habt geleuchtet, verändert an eurem Körper, wenn ihr diejenigen wart, die ihr seid. Ich habe es gesehen bei Transmenschen, die gelernt haben, sich selber zu lieben, sich selber anzunehmen, sich selber zu sein, deren Körper sich tatsächlich verändert hat und sie dadurch wurden, wer sie schon immer waren, die endlich leben und lieben konnten, wie sie sind. Das ist das Licht des Tabors. Und ich habe es gesehen bei Menschen, die in eine liebende Beziehung gekommen sind, wo vorher Einsamkeit war. Ich habe es gesehen bei Menschen, und das ist noch schlimmer, die in eine liebende Beziehung gekommen sind, wo vorher unliebende Beziehung, Familie und Umstände gewesen waren, wo auf einmal diese Menschen gespürt haben, dass sie lieben können, geliebt werden und lieben dürfen, die aus dieser Liebe herausgeleuchtet haben. Und ich glaube, wir können es sehen, wenn Gerechtigkeit getan wird, wenn Frieden gesagt wird, wenn Frieden entsteht zwischen den Völkern, wenn Gutes geschieht, wenn ein Mensch einem anderen etwas Gutes tut. Und mir ist so wichtig, dass es der Körper ist, Jesu, der da leuchtet. Denn das geschieht eben nicht nur in unserem Geist, sondern tatsächlich in unserem Körper. Ich will ganz ehrlich nicht das Licht des Tabors suchen, sondern ich will lernen, selber zu leuchten mit Jesus. Von der Geschichte Gottes mit uns her, mit Mose auf meiner Seite. Und ich will lernen zu leuchten, getragen von diesem Ruf Gottes für mich, mit Elia an meiner Seite.
Und ich will selber derjenige sein, der leuchten darf. Warum hat er uns jetzt diese ganze lange Geschichte erzählt mit den orthodoxen Mönchen und dem Gregor und diesen ganzen anderen? Und ja, wir gucken auf die Uhr, es war lang. Warum hat er es uns denn erzählt? Ich habe es euch erzählt, weil ich darin Herausforderung sehe und Weisheit. Weisheit ist, die Weisheit dieser Mönche ist, dass es dazu Übung braucht. Auch körperliche Übung, dieses Leben in Liebe. Es ist nicht einfach so, dass man jetzt sagen kann, auf, jetzt leben mal in Liebe, jetzt lieb mal, jetzt lass doch Liebe mal zu. Funktioniert leider nicht. Wir müssen es üben. Wir müssen es üben, so wie die Mönche es geübt haben, damit wir es in uns spüren. Vielleicht muss unser Satz sein, Gott liebt mich, ich bin geliebt, ich darf lieben. Vielleicht müssen wir diesen Satz mit unserem Atem verbinden, mit unserem Herzschlag. Gott liebt mich, ich bin geliebt. Das wäre eine Übung. Jesus hat es gespürt, Jesus hat es gewusst und hat von sich aus geleuchtet. Und das ist die Herausforderung, es zu tun, es zu wagen. Es zu wagen, in Liebe zu leben, uns verändern zu lassen. Uns hineinrufen zu lassen und uns erzählen zu lassen, diejenigen zu sein, die wir schon immer sind. Gottes geliebte Kinder. Amen. An dieser Stelle kommt Danksagung. Danke sagen für das, was wir erhalten haben, was wir geben können. Ihr wisst, hinten steht ein Krug, der all das aufnehmen kann, was wir an Geld geben können für die Arbeit der Gemeinde. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Ich weiß und habe es diese Woche wieder erzählt bekommen, wie viel ihr füreinander tut, wenn ihr einander anruft, euch helft, einander da seid. Dafür sorgt, dass dieser Raum hier da sein kann. All das ist es, was ihr eigentlich in diesen Krug hineinlegt, weil diese Gemeinschaft existiert eben nur, weil sie eine Gemeinschaft ist. Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für diesen Ort, diese Gemeinschaft, diese Zeit. Wir danken dir, dass wir uns hier nicht anmelden müssen, weil wir bei dir schon angemeldet sind. Wir danken dir für den Sonnenschein durch klare, kalte Luft. Wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir für gute Worte und Momente. Und wir bitten dich, höre du die Dinge, die wir nicht laut aussprechen können. Wir bringen vor dich all diejenigen, die immer noch an erster Front stehen in Zeiten der Pandemie. Schütze du sie, bis ein Impfstoff für alle da ist. Wir bitten dich für diejenigen, die krank sind, sei du tröstende, heilende Kraft. Besonders bitten wir dich für Martin. Wir bitten dich, guter Gott, für unsere Welt. Lass uns immer wieder dein Licht sehen, dein Wort hören, deine Geschichte erzählt bekommen. In der Stille bringen wir vor dich alles, was hier jenseits von Worten ist.
Guter Gott, wir sind dank, dass wir mit allem zu dir kommen können und du uns hörst. Amen. So wollen wir uns wie jede Woche wieder einladen lassen. Einladen lassen an einen ganz besonderen Moment in der Geschichte Jesu mit uns. Nämlich in diesem Moment, wo Jesus den Tisch deckt und Brot teilt und die Frucht des Weinstockes. Wir beginnen diesen Moment noch einmal mit einem Moment der Stille, wo wir auf uns selber blicken, uns selber bringen. Um verändert zu werden, muss man erst wissen, wer man ist, damit dann etwas Neues sein kann. Das bedeutet vielleicht auch, dass wir Dunkelheit anschauen müssen, die Sachen, wo es nicht so hell war, damit wir dann spüren können, wie es hell wird in uns und um uns. Lass uns still werden. Guter Gott, zu dir bringen wir, wer wir sind. Das Gute mit Freude und Jubel, das Schwere mit der Bitte um Vergebung. Sei du hier bei uns. Amen. Und so erinnern wir uns an jene Nacht, in der Jesus von allen verlassen worden ist, wo sie kein Licht mehr sahen, sondern nur noch Angst hatten. Davon liefen. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, deck deinen Tisch, wir wollen Fest feiern. Er wusste, es war die letzte Gelegenheit, in dieser Art Fest zu feiern. Aber er wollte eine neue Art geben, ein Fest, das wir heute noch feiern dürfen. Und so nahm er Brot vom Tisch, dankte, sprach's, gab es den Seinen und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird zur Vergebung der Sünden. Esst davon und so oft ihr es tut, tut's zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nach dem Mahl nahm er den Kelch, gefüllt mit der Frucht des Weinstockes, dankte wiederum, gab ihnen den und sprach, nehmt und trinkt alle davon. Das ist mein Blut für euch vergossen. Der Kelch des Heils für euch gefüllt. Trinkt daraus und so oft es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Guter barmherziger Gott, wir bringen die Frucht des Bodens, Korn des Ackers und Trauben des Weinstockes. Wir bringen, was unsere Hände Arbeit zubereiten konnte. Segne du diese Gaben von Brot und der Frucht des Weinstockes, damit wir dich erfahren können. Auch wenn wir sie heute hier auf dem Altar lassen, nur in unseren Gedanken essen und trinken, weil wir aufeinander Rücksicht nehmen. Lege du deinen Segen auf unser Denken. Fülle du nun diese nächsten Momente der Stille, wo wir ganz bei dir sein wollen, mit deiner Gegenwart für uns. Leuchte in uns. Nähre uns. Gib uns Grund zur Freude und zum Fest. Sei du hier. Seid gesegnet mit der Gegenwart Gottes in euch. Eine Gegenwart, die sich auch von Trennung nicht aufhalten lässt. Die da ist, so wie Licht da ist. Amen.
Und so ruft uns schon wieder die Uhr zu, dass diese Zeit des Zusammenseins für uns jetzt zu Ende geht. Es ist keine Ausgangssperre mehr. Ihr kommt also in aller Ruhe heim. Es wird euch kein Polizist anhalten und fragen, wo ihr herkommt. Ist schon mal toll. Und auch das andere wird sich noch ändern und irgendwann singen wir an dieser Stelle wieder. Ich glaube fest daran und es sind nur Tage bis dahin. Die Ausgangssperre ist seit Donnerstag nicht mehr. Also im Moment gibt es keine Hektik, fahrt also vorsichtig und langsam heim. Ja, und wir wollen heimgehen im Segen Gottes. Guter Gott, segne uns. Lege du deinen Segen auf uns. Lege diesen Segen auf uns, den der überfließt, der mehr ist, als wir in unseren Händen tragen können und den wir austeilen dürfen. Lege du einen Segen auf uns, der von uns weiterstrahlt in die Nacht hinein und ins Leben. Lege du einen Segen auf uns, der uns füllt, der uns Gutes tut, der uns in den Arm nimmt und wärmt. Herr, segne euch und behüte euch. Herr, lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.